Lange hat es gedauert, aber jetzt heißt es endlich freie Fahrt. Der nächste Abschnitt der A44 bei Hesse-Schlichtenau ist für den Verkehr freigegeben worden. Der 2,2 Kilometer lange Abschnitt verläuft zwischen der Anschlussstelle Hesse-Schlichtenau West und Hesse-Schlichtenau Mitte. Damit sind jetzt 6,7 Kilometer durchgängig befahrbar. Wir freuen uns darüber, dass nicht nur die Entlastung in Hesse-Schlichtenau damit eintritt, sondern dass damit wieder ein sichtbares Zeichen gesetzt wird, dass es vorangeht. Zur feierlichen Freigabe waren neben Landrat Stefan Reuß und Bürgermeister Jürgen Herwig auch die Staatsminister Rainer Bomber und Matthias Samson gekommen. Auch viele neugierige Bürger waren der Einladung gefolgt und nutzten noch einmal die Chance, über den Autobahnasphalt zu laufen. Bevor das erste Auto den 700 Meter langen Schulbergtunnel befahren durfte, testeten die Ehrengäste die neue Autobahn und fuhren auf ihren Segways durch den kühlen Tunnel.